Mal gemessen, wie viel Grad es wirklich im Auto sind. So knapp 80 ist Saunatemperatur, oder? Saunatemperatur, ich weiß es nur ganz sicher, sind über 50 und ich habe das nicht gemessen und ganz ehrlich, ich möchte auch nicht wissen, wie heiß das wirklich ist. Es ist einfach heiß genug. Ja, Nürburgring ist sehr hart für die Bremse. Bremse ist ein Thema hier mit den hohen Temperaturen. Deshalb muss man schauen, vielleicht am Ende des Rennens, die letzten 20 Runden, werde das eine oder das andere Auto ein bisschen langsamer fahren und da kann man auch überholen. Gut, ein Fehler kann auch passieren bei solchen hohen Temperaturen. Muss man bereit sein für alles und auch die Reifen sind unglaublich konstant hier. Trotzdem Spätbremsen, Hartbremsen, hohe Belastungen, hohe Temperaturen. Asphalt ist ziemlich abrasiv für die Reifen. Gestern dein Auto ja toll auf Trocken abgestimmt. Du warst der Schnellste auf der Strecke, kann man sagen. Jetzt ist alles anders, oder? Ja, der Regen macht schon viel anders Besonderes hier. Der Asphalt und der Beton hier ist normalerweise nicht für Motorsport ausgelegt. Das wird benutzt als eine Straße und ein Parkplatz. So, man kann sagen, dass die Poren von dem Asphalt, die ist viel zu fein. Das heißt, wenn es regnet, dann bleibt das Wasser sehr, sehr lang stehen und das fließt fast nicht weg. Und dann, wenn wir schnell kommen mit 200, 250 km/h, kriegt man dadurch schnell Aquaplaning. Und der Reifen, was wir haben, ist sehr gut. Aber das hilft nicht, wenn es so viel Wasser auf der Strecke steht. Das schafft kein Reifen wegzutransportieren. Martin said to me, oh, how did it go on the slicks at the end? And I said, I don't know, because I wasn't on slicks. So I guess the pace was so strong from me that people automatically assumed I was on a different kind of tire. But, you know, I was on the rain tires, but my Mercedes was just working, just using them really well. So I had the pace. It's actually a shame when you lead the race 75 laps and you lose the lead in the last corner, in the last lap. If I knew it was the last lap, but you know, then I would try perhaps a bit harder to defend, but anyhow.